In Episode 8 tauchen sie zum allerersten Mal auf Aktor auf, die heiligen Schriften der Jedi, die Originale des Jedi-Ordens. Dort wollte Luke den Baum, in dem sie aufbewahrt wurden, am Ende verbrennen, was er allerdings nicht übers Herz brachte, weswegen Yoda das für ihn übernahm. Den Büchern ist allerdings nichts passiert, da Rey sie schon ohne Lukes Wissen mit dem Falken mitgenommen hat. Was es jetzt allerdings mit diesen Büchern überhaupt so genau auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Und es ist auch möglich, dass es zu kleinen Spoilern zu Star Wars Episode 9 kommt. Wenn ihr den Film also immer noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr lieber abschalten und jetzt auch mal euch auf den Weg ins Kino machen. Hopp hopp, das war ein Befehl und jetzt viel Spaß mit dem Video. Die heiligen Schriften der Jedi sind Bücher, die zu den Anfängen des Jedi-Ordens zurückreichen und voller Weisheiten stecken. Es existieren insgesamt 8 gebundene Ausgaben, was in einer so weit entwickelten Galaxis eigentlich eher unüblich ist, weil dort eigentlich alles digitalisiert ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass sie historische Abhandlungen, Glaubenssätze und gezielte Ratschläge für diejenigen, welche den Pfad der Jedi beschreiten wollten, enthielten. Es war damals üblich und auch von den alten Meistern so gewollt, dass ihre Schüler die Bücher im Laufe der Jahrtausende ergänzten, damit eben keine Momentaufnahme einer jeweiligen Ära in ihnen repräsentiert wird. Die Bücher standen nicht, wie ich es vorher dachte, schon immer auf Aktorum, nein, denn Luke Skywalker ist persönlich durch die Galaxis gereist, um sie zu suchen und hat sie somit zusammengetragen. Nach Episode 8 waren sie auch kurz in Episode 9 zu sehen. Im Lager des Widerstandes auf Aya Kloss hat sich Rey nämlich eine kleine Werkstatt eingerichtet, in welcher ein Regal mit den Büchern steht, in denen sie im Film auch liest. Sie verbringt Stunden damit, über die faszinierenden Machttechniken und Meditationsübungen zu lesen, obwohl sie weiß, dass man die volle Wahrheit über die Macht nicht in ihnen finden kann, aber sie durchaus einen historischen Wert haben. Was die Sache, Legenden und Wahrheit in ihnen zu trennen, erschwert, sind die ganzen Metaphern, welche man in ihnen findet. So gibt es zum Beispiel eine Seite, in der die Macht als ein gewundenes Band beschrieben wird, welches die Realität umgibt, und um zu diesem Kosmos zu gelangen, muss man diesen Pfad durch das Jenseits des Nichtsseins durchqueren. Also wenn das damals in meinen Schulbüchern gestanden hätte, dann wäre ich schon mal sowas von raus gewesen. Eine weitere Sache, die das Lesen der heiligen Schriften der Jedi erschwert, ist eben die Tatsache, dass fast nichts in modernen galaktischen Basic der Universalsprache im Star Wars Universum geschrieben ist, weswegen Rey die Texte erst mit Datapads übersetzen muss. Dabei gehen allerdings hier und da Feinheiten mit der Übersetzung verloren. Deshalb muss sie ihren Gefühlen vertrauen, wenn es um die Übersetzung metaphysischer Texte geht. Hilfe bekommt sie dabei von Beaumont Kin, welcher ein Historiker und Linguist war und ebenfalls zum Widerstand gehörte und ihr mit seinem Fachwissen bei besonders schweren Texten zur Seite stand. C-3PO's Hilfe nimmt sie sehr selten an, da dieser sich eher um die korrekte Grammatik und Zeitform scherte, als um die Erklärung der Bedeutung der Texte. Kommen wir jetzt einmal zu den einzelnen Bänden, welche uns momentan bekannt sind. Da wäre zum einen das Ramagon. Dieses ist ein sehr bekanntes und auch einflussreiches Werk, welches einst als verloren galt, da man glaubte, dass es vor 5000 Jahren zerstört wurde. Luke Skywalker konnte es bei seiner Suche allerdings in den verschütteten Ruinen auf dem Planeten Ossos finden. In ihm enthalten sind 4 Ursprungsgeschichten zum Kosmos und der Macht, welche sich allerdings untereinander widersprechen. In diesem Buch sind ebenfalls Informationen über die Sith-Wegfinder zu finden, in dem auch Luke Skywalker Anmerkungen hinterließ. In diesen schreibt er von seinen Sorgen, dass nun ruchlose Gestalten auf die Sith und Jedi Artefakte, die der Imperator hortete, abgesehen haben könnten, und fürchtete auch, dass die Sith-Wegfinder in falsche Hände gelangen könnten. Auch seine Bemühungen, einen Wegfinder zu finden, waren dort aufgezeichnet. Im Ramagon selbst konnte man dann auch noch Zeichnungen von Wegfindern sehen und es enthielt auch Symbole von dem Sith-Planeten Exegol, Texte zu galaktischen Grenzen, transparente Texte über den generellen Einsatz von Wegfindern und auch abstrakte Darstellungen von Hyperraumsprungpunkten nach Exegol. Die nächsten namentlich bekannten Bücher sind das Einomikum 1 und das Einomikum 2, welche zusammen die Einomika bilden. Die Einomika enthält in ihren 2 Bänden viele Aufzeichnungen über die Erforschung und Kodifizierung der Macht in einer Mischung aus Regeln, Streitgesprächen und Gedanken. Fast alle Inhalte sollten mal in Holocrons gespeichert werden, doch diese sind mittlerweile verloren. Außerdem befinden sich in den Büchern handschriftliche Passagen der Weisen von einst. Zusammengetragen wurde das Wissen in der Einomika von einem Jedi-Meister und Historiker namens Riley Howell. Die Hintergrundgeschichte von ihm ist verdammt cool, aber gleichzeitig auch extrem traurig. Der Name kommt von einer echten Person namens Riley Howell. Dieser war ein Student an der Universität von North Carolina in Charlotte in den USA. Dort kam es am 30. April 2019 zu einer Schießerei, bei der Riley Howell ums Leben kam. Das passierte allerdings nur, weil er den Schützen angriff, um andere zu retten. Weil er ein großer Star Wars Fan war und so selbstlos handelte wie ein Jedi, entschloss sich Lucasfilm dazu, ihn in irgendeiner Weise zu einem Teil des Star Wars Kanons zu machen, was mit diesem Buch hier nun geschehen ist. Eine sehr schöne Geste mit einem traurigen Hintergrund. Riley Howell, Ruhe in Frieden und möge die Macht mit dir sein. Von der Einomika sollte es angeblich auch noch einen dritten Band geben, doch dieser stand ca. 300 Jahre vor der Auslöschung des Jedi Ordens im Zentrum eines Fälscherskandals. Ein weiteres Buch,
welches als die Chroniken von Bruce Boo bekannt ist, beschrieb obskure Heiltechniken, mit welchen Radiance erbrochenen Lichtschwertkristall des alten Schwertes von Luke und Anakin heilte, nicht reparierte, da wir aus den Darth Vader Comics wissen, dass Kyberkristalle durchaus Ähnlichkeiten zu Zellen und damit Lebewesen aufweisen. Ich vermute auch, dass sie aus diesem Buch ihre Machtheilungsfähigkeiten hat, welche wir in Episode 9 sehen. Das würde auch erklären, wieso diese nicht schon vorher von den Jedi verwendet wurden. Das Wissen um sie war einfach verschollen und wurde durch die Nachforschungen von Luke Skywalker erst zurückgebracht. In den anderen Büchern, die ich namentlich nicht kenne, gibt es unter anderem noch andere Beschreibungen, die ich jetzt hier einmal ganz kurz zusammenfasse. So wird von beachtenswerten Bestien von Tyton gesprochen und es gab Schaubilder eines Lichtschwertes. So konnte Rey zu ihrem Wissen gelangt sein, am Ende von Episode 9 ihr eigenes zu bauen. Dann gab es ein Hyperraum-Berechnungsrätsel für Padawan-Schüler, was wahrscheinlich schlimmer als jede Matheaufgabe war. Eine handschriftliche Phasen von Mortis-Lösung zum ungelösten Theorem von Meister Torpe mit später hinzugefügten Anmerkungen des Jedi-Meisters Odan Ur. Und auch eine bildliche Darstellung des Kettenwelt-Theorems, welches wir als die Welt zwischen den Welten aus Star Wars Rebels kennen. Sonst stecken dann auch noch überall Lesezeichen von Jedi-Bibliothekaren der vergangenen Jahrhunderte drin. Die Bücher haben Seiten aus Zellstoff von machtsensitiven Uneti-Bäumen, wodurch sie mehrere Jahrtausende überdauern konnten. Damit ihr Wissen und Inhalt für die Zukunft gesichert sind, hat R2-D2 die Schriften gescannt und gespeichert. So, liebe Freunde, das waren jetzt auch schon alle Infos, die ich jetzt gerade über die heiligen Schriften der Jedi habe. Ich muss sagen, dass ich diese Idee des verlorenen Wissens extrem spannend finde und hoffe, dass wir in der Zukunft noch mehr darüber erfahren werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin, möge die Macht mit euch sein.